spricht. Der Prinz der nahen Herrlichkeit Viersen in der Jubiläumssession. 55 Jahre, Viere und Jubiliere mit Dirk dem Ersten und Annemarie der Ersten. Ja, liebe Herren und Narren, endlich ist es soweit. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Wir als zukünftiges Prinzenpaar möchten euch viel Freude bereiten, ob in den Altenheimen, in den Kindergärten, ob im Saalkarneval oder auf den bunten Treiben, auf den Straßen, möchten wir euch viel Freude bringen, damit ihr eure Alterssorgen mal vergessen könnt. Habe ich gesagt, Alterssorgen? Das hat man ja gelesen in einer Zeitung, ich möchte die Namen jetzt nicht nennen, aber wie ich in der Stadt vor einem Spiegel stand, las ich dort, dass ich 1908 schon einmal Kinderprinz war und das im Alter von 12 Jahren. Also, somit bin ich heute... Ganz kurz, stand zufällig in der Rheinischen Post, dann hast du nicht gesagt. Ich habe, also Werner hat sich schon erkundigt, der hat schon ich weiß. Einen... Deshalb, der ist nämlich noch hier, ne? Stand nicht in der Rheinischen Post. Nein. Aber beim Ehrensenator stand es drin, das Festausschuss Vierster Karneval. Du hast dich aber gut gehalten, du. Ja, danke, danke. Ja, auf jeden Fall bin ich damit heute 116 Jahre alt. Das macht mir aber gar nichts aus, weil ich bin der... Weil ich bin der erste Prinz, der Eltern hat, die 42 Jahre jünger sind. Der Prinz von Gosheim sagte zu mir, hör mal, wie kann das dann? Du bist in 68 geboren und 1908 warst halt Kinderprinz. Ich sage, ja, ich war ein Frühchen. Also, liebe Karnevalsfreunde, ruft mit mir aus auf unser altes Brauchtum, was uns so jung hält. Wir drehen mal Viersche! 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 Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Oder? Prinzenpaar, das kommende der nahen Herrlichkeit Viersen, kommt mal den Meter noch nach vorne. Prinz Dirk der Erste und Prinzessin Lieblichkeit Annemarie der Erste.